Hallo und willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch ohne lange Umschweife erklären, wie man hier so eine uralte Kupfermünze aus dem letzten Jahrtausend, ja, wie man die vergolden kann. Ich nehme jetzt mal den Abwedler und werde jetzt hier einfach mal so die dunklen Stellen ein bisschen aufhellen. Beziehungsweise erstmal dupliziere ich die Ebene, damit ich den Vorher-Nachher-Vergleich machen kann. Mit Steuerung und J. Und werde jetzt hier einfach mal so die dunklen Stellen ein bisschen aufhellen. Und dann zeige ich euch, wie schnell das geht hier mit dem Vergolden. Ich habe ja schon öfter Tutorials gemacht zum Vergolden. Wer sich dafür interessiert, gerade fürs Vergolden, das Schwierige ist immer, diese, ja, Farbebene anzulegen mit der passenden Farbe. Und deswegen empfehle ich dann gerne, einfach mal allen möglichen Kram einfach zu vergolden als kleine Übung, dass man dafür ein Gefühl kriegt. Okay, ich habe das mal ein bisschen aufgehellt. Hier unten diese helle Stelle gefällt mir ganz gut. Das sieht nachher aus wie so ein Glanzpunkt. Jetzt lege ich mir mal eine Ebene an. Und zwar eine Füllebene Farbfläche im Modus Farbe, weil ich ja umfärben möchte und Schnittmaske. Jetzt nehme ich mir hier eine Farbe. 372603. 372603. Das ist hier so ein dunkles Braun. Das habe ich vorhin schon ausprobiert. Wie schon gesagt, das Schwierige ist hier eigentlich, die richtige Farbe zu treffen. Okay. Das sieht schon ziemlich goldig aus. Jetzt gehe ich hin und lege noch eine Gradationskurve drunter, damit das noch ein bisschen mehr glänzt. Ja, so vielleicht. Die Tiefen lasse ich noch ein bisschen unten, dass noch mehr Kontrast reinkommt. Jetzt kann ich noch mal abschließend mit einer Farbtonsättigung hier ebenfalls in Schnittmaske, klicke ich hier drauf, noch mal vielleicht die Sättigung nacharbeiten, vielleicht nicht so viel. Also minimal vielleicht runtergehen damit. Ja, jetzt lege ich das alles in den Ordner. Mache eine Maske drauf auf den Ordner. Das kann man hier bei Photoshop CC ist das möglich. Und kann jetzt hier mal für den Vorher-Nachher-Vergleich hier mit Steuerung und Rückschritt hier mit Schwarz drauf machen. Und dann seht ihr, dass also aus der Kupfermünze jetzt eine Goldmünze ist. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.